Ja, hallo liebe Freunde von CryptoTV. Ihr seht, ich stehe vor dem Gericht in Salzburg. Die Verkabler demonstrieren heute vor dem Gericht, wie ihr es sehen könnt. Da hinten ist eine tolle Menge wieder beisammen. Hier in dieser Kälte im Winter. Und schauen wir mal, wie heute da der Tag abläuft bei den Verkablern. Jung, danke. Wir haben hier einen sehr engagierten Verkabler hier und heute haben wir ja den 11.01.2021 und wir stehen heute vor dem Gericht in Salzburg. Ihr habt heute eine große Verhandlung über das Erdleitungskabel. Ja, nicht wegen der Erdleitungskabel, sondern eine Folgeverhandlung aufgrund der Ereignisse im Jänner, was in Bad Vigaun stattgefunden sind, hat uns die AWG nach der Besitzstörungsklage eine Feststellungsklage übermittelt und da war heute der Vortermin zum Hauptverhandlung am 22. März. Okay, das hat sie einfach abgeführt worden, obwohl das eine genehmigte Im Jänner sind wir gar nicht abgeführt worden, da ist es einfach aufgrund unseres vor Ort sein. In dem besagten Waldstück sind wir halt damals wegen Besitzstörung verklagt worden von der AWG. Und die AWG möchte sich dann uns schadhaft halten oder Dings schadlos halten, dass uns halt wegen einer Feststellungsklage dann in Folge für eine Schadenersatzklage verantwortlich machen werden. Und das ist heute aber verschoben worden, die Verhandlungen? Ja, es sind einmal die Rahmenbedingungen abgesteckt worden, wie es der Richter sieht. Der hat nochmal Beweissicherung gemacht und eben der neue Termin für den 22. März festgelegt, weil Zeugen noch keine geladen waren. Die werden jetzt noch am 22. März geladen und dann werden wir weitersehen. Mhm. Die Feststellungsklage zielt halt darauf an, dass halt die AWG versucht, Aktivisten beziehungsweise Menschen, die was sie dafür für Erdkabel stark machen, mundtot zu machen. Ja. Ja, es ist eine wichtige Sache, finde ich, auch mit dem Erdkabel, darum habe ich auch schon oft begleitet. Gibt es irgendwelche Sachen, was ihr in der Zukunft jetzt auch vorhabt? Was gab es noch zum Erwähnen bei den Verkablern? Ja, es ist auf alle Fälle bei der EU schon was am Laufen. Ne? Es wird da natürlich auf der höheren Ebene EU-mäßig versucht, den Bescheid vom Oktober zu beeinspruchen. Es laufen auch diverse Anzeigen über den Verein Verkabeln Dennengau, was die nicht genehmigten Rodungsarbeiten im Bereich Schutzwald und Wirtschaftswald anbelangt, weil ja eigentlich das Verwaltungsgerichtshof klar festgestellt hat, dass maximal 0,2 Hektar an Schutzwald bzw. 0,5 Hektar an Wirtschaftswald durchgängig geschlägert wird und das eigentlich in keinster Weise vom Betreiber der AWG eingehalten wird und anscheinend sich die Behörde nicht in der Verantwortung sieht, das zu kontrollieren. Mhm. Und da werden halt wir bzw. der Verein Verkabeln auch die nächsten Monate ein wachsames Auge drauf werfen, weil anscheinend wir das einzige Organ sind, die was in Salzburg die Sachen einfordert, die was eigentlich vom Gericht her festgestellt worden sind, vom obersten Gericht in Österreich wohlgemerkt. Ne? Mhm. Also es gibt sehr viel bei euch immer zu tun. Ich habe eben am Anfang etwas durcheinander gebracht. Ich bin ja gerade jetzt, habe ich heute das mitbekommen, dass ihr da steht. Mhm. Es hat ja damals in Heuwang auch was gegeben. Da habt ihr ja eine angemeldete Demonstration gehabt und seid trotzdem an diesem Tag ja abgeführt worden, oder? In Heuwang kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich da war selber nicht vor Ort. Aber was ich gehört habe, war das so. Das gleiche wie in Bad Vigaun im September, wo das große Polizeiaufgebot mit 120 Polizisten gegenüber 12 Demonstranten stattgefunden hat, war eigentlich auch eine angenehmigte Demonstration und die Behörde hat eigentlich willkürlich verhindert, dass die Demonstrationsteilnehmer den Demonstrationsort betreten können bzw. dorthin kommen, haben es mit fadenscheinigen Ausreden an der 1 Kilometer vor dem Veranstaltungsort weggeschickt mit dem Argument, die Veranstaltung ist abgesagt oder nicht genehmigt.
was nicht der Fall war, weil wir einen rechtsgültigen Bescheid von der BH gehabt haben, die Demonstration genehmigt hat. Genau. Und da kommt aber auch nichts mehr weiter dabei raus, das, oder? Das ist so, ne? Unser Problem ist das halt, dass wir nicht einfach, wir sind alles Privatpersonen, die was natürlich alle begrenzt finanzielle Möglichkeiten haben. Wir im Gegensatz zu der ABG, die was mit Steuergeldern natürlich etliche rechtliche Möglichkeit hat, Anwälte zu beauftragen, die was die Leute verklagen. Bei uns ist das ja durch sehr viel Eigenengagement und durch Eigeninitiative unsere einzige Möglichkeit, dass wir die Dinge am Laufen halten. Wir sind halt leider Gottes halt nicht reich und auch keine Anwälte, die was bei uns mitwirken. Da schaut die Geschichte vielleicht schon anders aus. Man kämpft da fast gegen Windmühlen, muss ich fast sagen. Das ist David gegen Goliath. Ne? Und ich brauche nicht sagen, wer der David ist. Ne? Und ich sage einmal, es ist ja nicht nur die Leitung, man sieht sie überall im Land, bergauf, landauf, bergab, sei es mit den Chaletdörfern in Pinzgau drinnen, sei es auch mit dem armen 80-jährigen Mann in Golling oben, wo eigentlich Großkonzerne die göttliche Leute über den Otto Normalverbraucher drüber fahren. Wenn ich mir jetzt in Golling anschaue, wo die ÖBB Unterführung machen wird, der Mann ist 80 Jahre und wohnt in seinem Haus drinnen und rundherum wird abgerissen. Das erinnert mich an die Bilder, was in China haben, wo einer nicht verkauft hat und rundherum haben sie die Autobahn gemacht. Ne? Das habe ich auch gesehen, das Foto. Das ist auch keine Lebensqualität. Aber und das mit einem 80-jährigen Mann, der was sein Leben lang klar gearbeitet hat, Steuern gezahlt hat und die Manager von den Staatsbetrieben, der engagiert sich 10 Anwälte auf Steuerzahlerkosten, der macht sich am Abend keine Gedanken, wenn er heimgeht, wo er das Geld hernehmen muss, dass er die Anwaltskosten zahlt, den Rechtsweih, wenn er den Prozess verliert, zahlt die Allgemeinheit bei uns, so wie es bei uns ist. Ne? Wir sind Privatpersonen, wir müssen das Geld alles schwarz arbeiten. Ne? Na dann hoffen wir mal, dass am 22. März, habt ihr gesagt, ist die nächste Verhandlung. 22. März, 10 Uhr, ist jeder recht herzlich eingeladen, ist öffentliche Verhandlung. Solange es die Räumlichkeiten zulassen, ist sehr begrenzt aufgrund der momentanen Situation. Und wir hoffen natürlich, dass unser Einsatz, der was eigentlich redlich ist, wir haben eigentlich unser, ich sage ja, weil das ist die letzte Art von Selbstverteidigung gewesen, nicht, dass wir und unser Recht als Österreicher Staatsbürger, dass man Demonstration und Meinungsfreiheit wahrnimmt. Nicht. Genau, das Grundrecht, das muss man nutzen. Genau. Ja, ich hoffe, dass beim nächsten Mal noch mehr Leute draußen davor stehen. Ist halt eine blöde Jahreszeit, gell? Aber was will man machen, wenn es brennt, dann muss man einfach bereit sein. Und wir haben uns gefreut um die Unterstützung, was wir heute erfahren haben, gibt uns auch einen Rückhalt und auch nochmal auf dem Weg danke an alle, die heute noch gewesen sind und die, was an uns gedacht haben, auch wenn es nicht da waren heute. Ja, ich glaube, die Zuschauer bedanken sich auch bei euch, dass ihr so standhaft seid und schon so lange am Ball. Dann Dankeschön und weiterhin viel Erfolg, dass man endlich was zustande kommt. Gell? Danke. Schönen Abend noch. Aber du bist vielleicht zu voll. Hab ich nicht. Ja. Thank you.